auch so bitterkalt. Sie kam an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer wird der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Da schaut eine alte Hexe raus. Sie lockte die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Sie stellte sich gar freundlich. Oh Hänsel, welche Not! Sie wollt ihn braten im Ofen gar wie Brot. Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, da ward sie gestoßen von Hans und Gretelein. Die Hexe musste braten, die Kinder gingen nach Haus. Nun ist das Märchen vom Hans und Gretel aus. Die Rumänen, hölzerne Schuh tragen. Glücklich ist, wer mit der Liebsten geht auf stillen Pfaden. So ein armer Knecht wie ich's bin, kann nur einsam wandern. Treffe ich ein schönes Mädchen, wählt sie einen anderen. Die Rumänen, hölzerne Schuh tragen. Glücklich ist, wer mit der Liebsten geht auf stillen Pfaden. So ein armer Knecht wie ich's bin, kann nur einsam wandern. Treffe ich ein schönes Mädchen, wählt sie einen anderen. No! Don't! Einen anderen. Ist, wer mit der Liebsten geht auf stillen Pfaden. So ein armer Knecht wie ich's bin, kann nur einsam wandern. Treffe ich ein schönes Mädchen, wählt sie einen anderen. Die Rumänen, hölzerne Schuh tragen. Glücklich ist, wer mit der Liebsten geht auf stillen Pfaden. So ein armer Knecht wie ich's bin, kann nur einsam wandern. Treffe ich ein schönes Mädchen, wählt sie einen anderen. No! Einen anderen. Thank you.
per creare ghione. Regiones.